Ja, ich denke, wir haben das Spiel dominiert, haben es klar kontrolliert, das Spiel, haben ganz, ganz wenig zugelassen. Ich denke, es war ein absolut verdienter Sieg für uns. Hätten vielleicht zum Schluss den einen oder anderen Konter noch ein bisschen besser setzen können, dann wäre es vielleicht noch ein bisschen deutlicher gewesen. Aber so alles in allem war das wirklich heute eine kontrollierte Leistung für uns und es war wirklich hochverdient. Ja, es ist natürlich viel passiert wieder in dem halben Jahr jetzt bei uns. Viele Höhen und viele Tiefen auch gehabt und wir haben sicherlich einige Punkte liegen gelassen. Ja, es ist aus unterschiedlichen Gründen. Teilweise ist es ein bisschen Unerfahrenheit, teilweise ist es vielleicht ein bisschen so diese Entschlossenheit, wo fehlt. Teilweise waren es auch Spiele, die zum Nachteil für uns auch irgendwo gelaufen sind durch diverse Entscheidungen auch. Also ist sicherlich viel passiert. Wir finden uns jetzt aktuell jetzt irgendwo im Mittelfeld der Tabelle wieder, was vielleicht auch momentan auch richtig so ist, ja, aber ich denke, dass der Anspruch einfach schon ein anderer sein muss, dass wir durchaus hätten ein paar Plätze auch weiter oben stehen können, wenn wir dann das ein oder andere Spiel dann besser gestaltet hätten. Ja, ich meine, es ist immer natürlich eine neue Herausforderung. Klar, da bist du mehr Psychologe auch als Trainer auch. Es gibt diverse Sachen, die oben anders auch ablaufen als jetzt bei uns beispielsweise. Das sind ein paar andere Vorstellungen auch. Aber ich denke, dass wir in kurzen Gesprächen vor dem Spiel einfach nur auf wichtige Punkte hinweisen halt auch. Und ich denke, die Spieler sind auch Profi genug, um dann auf dem Spielfeld auch dann die richtigen Entscheidungen auch zu treffen. Und so hat es bis jetzt alles eigentlich ganz gut geklappt in der Hinrunde jetzt mit den ein paar Rückrundenspielen jetzt schon. Ich denke, wir haben das sehr, sehr gut hinbekommen und die Spieler von der ersten Mannschaft, die sich bei uns eingebracht haben, haben das bis jetzt auch alle gut hinbekommen.